Schauplatz bei der Schultafelfabrik Furtner in Zell an der Pram. Im Rahmen seines Bezirkstags stattet Landeshauptmann Thomas Stelzer dem Familienunternehmen einen Besuch ab. Seit über 70 Jahren ist die Firma Furtner auf die Produktion von Schultafeln spezialisiert. Ich freue mich sehr darüber, dass ein Marktführer, der noch dazu im so wichtigen Bildungsbereich tätig ist, hier im schönen Innviertel tätig ist und auch so innovativ, dass wir uns auch auf die Zukunft freuen können. Bei der Betriebsführung schwelgen wohl viele in Erinnerungen an ihre Schulzeit. Damals waren die grünen Tafeln Standard. Zuerst bis 2007 hat es eigentlich nur die klassische Tafel gegeben. Und dann ist die Digitalisierung gekommen. Vom interaktiven Whiteboard jetzt hin bis zum interaktiven Display, was in jeder Volksschule, in jeder Hauptschule, in jeder höheren Schule drinnen ist, was da von uns kommt. Von der Standardschultafel hin zur digitalen Tafel war das schon eine gescheite Challenge. Eine Challenge, die sich letztlich gelohnt hat. Denn auch bei Schultafeln gilt es, am Puls der Zeit zu bleiben. Digitalisierung erfasst unser ganzes Leben. Es ist wichtig, damit umgehen zu können, aber es ist auch wichtig, die zweite Seite der Digitalisierung kennenzulernen, Gefahren, und darum ist es in der Bildung sehr wichtig, damit umgehen zu lernen. Um die 70% aller öffentlichen Neubauten in Österreich haben Schultafeln, PIN- oder Leinwände aus dem Hause Furtner. Es ist sicher eine große Herausforderung, glaube ich, für die Firma Furtner, aber er ist gut aufgestellt. Der Senior Furtner Walter hat Perspektiven mit seinem Sohn und ich glaube, der ist da sehr innovativ und motiviert, dass er für die Zukunft der Arbeit. Und so sind die Furtner Tafeln quasi ein langjähriger Begleiter. Vom ersten Volksschüler an ist man dabei, dass man auf die Furtner Tafeln schreibt, bis zum Schluss, bis zum Hack-Absolventen, auf die digitalisierten Tafeln, was da heute alles gibt, was da die Familie Furtner erzeugt, unglaubliche Geschichte. Was damals und auch heute noch bei den klassischen Tafeln ein Thema ist, das Putzen. Der Klassendienst war streng eingeteilt. Wir haben zwar, glaube ich, hin und wieder tauscht und gehandelt, aber ich habe schon viel Tafel gelöscht. Ja, da wird einfach einmal nass drüber gewischt und dann eine Trockencreme. Schon ein kleiner Vorgeschmack zum bevorstehenden Schulstart. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich wünsche Ihnen und euch einen gelingenden Schulstart und ein gutes Schuljahr voll von schönen Erlebnissen, wo auch vieles zu lernen ist.